Luigi, was hast du getan? Du habe beschmutzt die Ehre von uns alle. Geh mir aus den Augen, Luigi. Schaff ihn raus. Und werft ihn in die Kanalisation oder so. So. Wie wir sehen können, hat Luigi doch überlebt. Nur noch als Klumpen Scheiße anscheinend, wie es aussieht. Pedro der Große ist übrigens auch am Stissel hier, ne? Coole Sache das. Und damit herzlich willkommen zu Dead Cells. Ja. Ja. Dead Cells ist ein Dungeon Crawler, im Prinzip genauso wie früher im Style von Prince of Persia, natürlich ein bisschen cooler, Castlevania und. Man kann sogar in den Optionen, kann ich mal kurz zeigen, als Ernährungsstil Castlevania auswählen. Das heißt, wir können das mal anklicken und dann sind so Essenssachen, glaube ich. Also so verstehe ich das jetzt gerade. Im Spiel Castlevania-mäßig. Ich habe schon ein bisschen was gesehen. Hello, Luigi. So kennt man ihn. Ja, ich kann das hier ohne tun von. Was? Oh, ne? Oh, nicht bitte. Oh, was? Okay, ja. Nein, Scherz beiseite. Ja. Ihr könnt ja anscheinend jetzt einen Bogen und ein Schild nehmen. Ich finde Bogen halt immer cooler, weil wegen. Putz, Junge! Putz! Putz, 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 schließ! Alles rein da. Immer schön ins Maul. Ich spiele mit Tastatur. Boah. Und Maus. Hört man vielleicht auch ein bisschen. Ich hab's noch nicht, noch ein... Oh, guck mal da. Okay, warte mal ganz kurz. Da haben wir Essen. Okay, Castlevania-Fans unter euch. Warum Kuchen? Keine Ahnung. Müsstet ihr mir mal erklären. Falls das hier ein Castlevania-Spieler weiß, ich weiß es nicht. Ich habe Castlevania irgendwie nie großartig, ja, mochte ich halt irgendwie nie. Au. Aue. Aue. Was sammeln wir hier die ganze Zeit für Bobbles ein? Was ist das? Spaß. Nee, ich habe das Spiel ganz kurz schon im Stream angezockt gehabt. Deswegen weiß ich schon ein bisschen weiß ich. Nicht viel, ein bisschen. Na, das erkennt man, glaube ich, auch so ein bisschen am, wie ich spiele. Also ich kann jetzt nicht einfach auf Kacknoob tun und sagen, hey, ich habe das Spiel vorher noch nie gespielt, weil man sieht halt safe, dass ich, was steht da? Hier steht, okay. Man sieht halt safe, dass ich nicht zum ersten Mal spiele, weil zum ersten Mal würde das auch ganz anders aussehen. Würde ich nicht so die Dodge Roll so spammen. Ich habe eben schon mal eine Aufnahme gestartet und gemerkt, hey, der Junge hat den Aufnahmeknopf nicht gedrückt. Ja, cool, ne? Deswegen machen wir einfach den ganzen Mumpitz nochmal. Oh, wir können nichts kaufen. Oh, schade. Ich hätte jetzt gerne geshoppt, ne? Shopping Queen und so. Aber ja. So, mal gucken, wie weit wir kommen.
Und wie gesagt, ihr werdet hier, wie ich eben schon in der anderen Aufnahme sagte, ihr werdet hier auf jeden Fall einen Zusammenschnitt sehen. Das heißt, ich werde hier so Slowstexer und krasser Stuff vom allem zusammenschneiden, was ich so erspiele. Und das Full Gameplay werdet ihr dann wahrscheinlich auf dem zweiten Kanal sehen, den wir noch nicht erstellt haben, aber der kommt bald. Wahrscheinlich, gehe ich von aus. Der hat mir wehgetan, Mama. Was haben wir denn hier Schönes? Aber wir können im Prinzip auch zwei Bögen nehmen. Also ist ein bisschen doof, oder? Die Munition kommt nach dem Tür. Also, oder, schießt zwei Pfeile gleichzeitig ab, schießt einen Pfeil nach hinten. Ich werde jetzt hier einen Zusammenschnitt machen. Und ob ich es dann auf dem anderen Kanal oder so hochlade, dass wir dann halt so ein bisschen mehr Spaß dran haben können, das sehen wir dann. Gehen wir ganz kurz da wieder zurück. Ne, da gehen wir einmal zurück. Erstmal. Was wir damit jetzt machen, weiß ich nicht. So, wir gehen mal hier so ganz kurz hin und kaufen uns mal. Ich glaube, das hier war ganz cool, ne? Das kaufen wir uns einfach mal. Damit wir nicht komplett. damit wir nicht komplett unvorbereitet ins nächste Dungeon gehen. Sieh an. Wen haben wir denn da? Beans, Luigi! Ich bin der Sammler. Hier wohl auch die einzige Person, die man als salonfähig bezeichnen kann. Bring mir die Zellen, die du bei den anderen erbeutet hast. Ich besorge dir dafür, naja, ein paar nützliche kleine Gegenstände. Falls du einen Entwurf findest, bring ihn mir. Und ich zeige dir ein paar eher, experimentelle Gegenstände. Ja. So, wir haben jetzt hier Medizinfiole. Wir haben 19. Ach, das sind Zellen, die wir immer einsammeln. Okay. Gut, jetzt mal so, als wenn ich das nicht gewusst hätte. Kappa. Und, nee, Goldreserve wollte ich hochmachen. Ach, Mann. So, zum nächsten. Was bist du? Mutationen. 30% weniger Abklickzeit, 90 mehr Schaden pro Combo getötet, ne, und so. Okay, ja, Granaten haben wir jetzt eigentlich nur eine. Das hier klingt cool, ne? Nach dem Tod eines Gegners 2 GP wieder hier. Wobei 2 jetzt auch nicht krass ist bei der Menge. Innerlich tot. Oh! Oh, was ist das? Oh, okay. Ah, hier können wir unseren Trank wieder füllen und uns wieder selber heilen. Ah, sehr schön. Was? Das ist eine Tür, wir gehen mal durch. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Hä? Okay, warte mal ganz kurz. What? What? Was ist da gerade passiert? Schon wieder da? Nee. Jetzt machen wir den perfekten Run, oder? Würde ich mal sagen. Jetzt sind wir gerüstet. Jetzt haben wir ein bisschen gelernt.
Da machst du nix, Freundchen, da machst du nix. Das war ein bisschen Klose, ne? Miroslav und so. Ui, 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 ui. Mann, ich muss halt mehr mit dem Dings arbeiten. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Komm, bummst dich da rein. Kriegt er Schaden? Ich weiß es gar nicht. Nein, ich bin direkt in den Fall rein. Ich hätte aber warten sollen. Ich hätte einfach warten sollen. Abonnieren nicht vergessen. Tschüssi.